1968, ein Jahr vor Woodstock, zeigte das Ruhrgebiet schon, wie man ein Riesen-Happening aufzieht. Im September pilgerten 40.000 Jugendliche nach Essen. Zu den internationalen Songtagen in der Grugerhalle und alle waren sie da. Insgesamt traten hier 200 Künstler auf. Die Songtage waren das erste große Rock- und Pop-Festival in Europa. Sie gelten als Geburtsstunde einer deutschen Rockmusik.